Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind in einer Quest. Ich weiß bloß nicht mehr, wie sie hieß. Oh Gott, wir haben ja so viel Neues. Ach, das sind die Wissenschaftler. Ja, ich erinnere mich. Und wir haben Familien und Kinder auch hier. Also geflohene Cerberus, Ex-Cerberus-Wissenschaftler. Persönliche Logs. Damini Sengup. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendung bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Horace Armstrong behindert unsere Bemühungen, das Ziel des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigenden Schlussfolgerungen nahelegen. Wir sind weit davon entfernt, dieses Ganze genauer erfassen zu können, und das macht mir am meisten Angst. Okay. Ich sagte doch, wir hätten für zu viel. Oh, ist Rotflinten Großkaliberlauf. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier lebend rauszukommen. Was haben wir gelesen? Ich weiß. Ich will nicht für die Rettung bin mir gerade nicht sicher, wo wir hergekommen sind. Deswegen gucke ich mich jetzt erst noch mal in Ruhe um. 2500 Credits. Dr. Cole, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. Oh, wir können ein bisschen fragen. Sie haben diese Leute in ernsthafte Gefahr gebracht. Sie wollten es so. Die Wissenschaft darf sich niemals der Tyrannei beugen. Wir sind nicht geflohen, um uns zu verstecken, sondern um ein neues Leben aufzubauen und ungestört arbeiten zu können. Liebe, Familie, das alles gehört auch jetzt dazu. Wofür sollten wir sonst kämpfen? Ja, verstehe ich. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und Ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Ja, das sollten wir, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind auch nicht mehr so ganz menschlich. Also, wir wurden ja wieder zusammengesetzt und wir haben ja auch sehr, sehr viele Implantate. Also, ich will erstmal das untere wissen. Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, einer Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass Sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht. Wie demütigend. Was war eigentlich Ihr Job? Achso, nee, das hatten wir ja schon. Ich war Physikerin. Es war für technische... Diese... Und ihr Leben. Komisch daran. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Könnten wir gehen. Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Oh. Oh, diese Kameraerschütterung, ne? Ich mag das gar nicht. Hier liegt noch was rum. Irgendein Gift. Speziell für Turianer. Na toll. Garus, bleibt davon fern. Okay, hier kamen wir, glaube ich, rein, ne? Okay. Da schätze ich mal, müssen wir lang. Dann gucken wir hier nochmal in diesen kleinen Raum rein. Reinschienen. Finden wir. Oh, das können wir leider nicht lesen, das Datenpad. Aber das vielleicht? Nee, das gibt auch noch Credits. Na gut. Ah, Medi-Station. Ich weiß jetzt nicht, ob wir was verbraucht hatten. Aber meine Tochter, sie ist noch ein
hätten diese Leute gemacht, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Diese Leute wollten sich nur verstecken. Sie hatten keinen Plan und damit auch keine Chance. Ey, hoch. Nee, Steuerung war das, ne? Welche Taste? Jetzt. Was war das denn gerade für ein komischer Glitch? Hier liegt Munition. Carnifex. Weiter. Ich will die, glaube ich, wenn, dann rüste ich sie irgendwann mal bewusst aus. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Hatten wir die im anderen Spiel? Wir können sie überraschen. Ja, wir können sie überraschen. Ich werde jetzt was ganz Wagemutiges machen. Da ist mein Cursor. Ich werde mich ranziehen. So, jetzt muss ich aber mal kurz in Deckung, weil ich ja kein Schild mehr habe. Okay, Garus hat mir gerade den Arsch gerettet. Rasch, suchen wir den Satellitenturm. Hat an sich gut geklappt, ne? Wenn ich reinstürme, die Jungs danach den Rest erledigen, finde ich gar nicht schlecht. Ja, schon mal nachladen. Noch umgucken. Die Maus irgendwie schneller geworden? Oder sind meine Augen einfach müde? Erstmal Mods einsammeln. Oh, Techniker. Ich brauche mal Brandmunition. Ach nee, habe ich ja gar nicht. Aufspalten. Kann ich das machen? Ich sehe halt gerade 0,0. Ich will mal aufspalten. Der Techniker ist down. Das Geschütz ist auch down. Okay. Erst nochmal hier die Ecken. Will auf Shift sprinten. Einmal Munition. Okay, die darf ich nicht einsammeln. Dann nehme ich halt die. Aber darf ich keine Munition einsammeln? Jetzt. Datenpad. Credits. War das F1? Oder war das 1? 1. Warum komme ich dann auf F1? So, Override. Der Satellit müsste jetzt wieder online sein. Das ist er auch, aber die Geschütze sind immer noch offline. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Feinde im Anmarsch! Von hier oben, ne? Achtung, Tunnel! Sollten sie erwischen, bevor sie landen! Oh! Zieh mich mal kurz rein, ich habe zwar kaum Schild. Was er jetzt vorrücken oder unten bleiben und Deckung suchen, du? Ziehen wir mal. Geh mal bitte in Deckung, Shepard. Achso, ich drück die falsche Taste. Hab mich gerade gewundert, warum ich meinen Hut nicht öffnen konnte. Ah, da oben das Geschütz, okay.
Warum kann ich nicht jetzt? Oh! Warum hänge ich denn hier schon wieder an der Kante? Irgendwas hatte ich doch hier. Ach, ein Generator hatte ich ja aktiviert oder deaktiviert. So. Okay, wo muss ich denn hin? Theoretisch dahin, wo die Geschütze sind. Muss ich hier hoch? Sieht gut aus. Ich höre da auf jeden Fall noch ein. Okay, wir müssen irgendwo rauf, auf jeden Fall da. Ich würde mich aber gerne noch umschauen, weil hier liegt zum Beispiel irgendeine Mod rum. Der ist jetzt tot. Hier kommen wir nicht hoch. Boah, ich war gerade voll ruhig, ne? Aber ist schon ein Scharmützel, wo ich mich wieder mal ein bisschen konzentrieren muss. Kann aber auch daran liegen, dass ich die letzte Zeit halt nicht Mass Effect gespielt habe, sondern andere Spiele. Und ja, Mass Effect nur dann spiele, wenn ich aufnehme. Dann vergisst man ab und zu auch mal die Steuerung. Zum Beispiel, dass Sprinten nicht auf Shift ist, sondern auf Leertaste. Okay, hier sieht's gut aus. Ich weiß nicht, ob ich da was vergessen habe. Ich würde gerne noch mal gucken. Scheint ja jetzt gerade ein bisschen ruhiger zu sein. Okay, da komme ich nicht rüber. Ja, dann sieht so aus, als hätten wir hier alles. Oder läge hier nicht so viel. Shepard, werden wir alt oder warum stöhnst du so viel rum? Dann ab nach oben. Okay. Da liegt nichts. Ich erwarte jetzt eine neue Welle. Energieversorgung wiederhergestellt. Geschütz 1 neu gestartet. Schaltkreis unvollständig. Das andere Geschütz ist noch deaktiviert. Wir müssen darüber. Oh, kann ich hier auch schießen? Ah, oh, ist ja cool. Lass ich das denn wieder los? Wird gemacht. Oh, ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe, glaube ich, Kaidan irgendwo hingepackt. Und ein Datenpad. Ach, auch noch Credits. Fehlfunktion beim Anschluss. Reparatur und Neustart. Einer von uns muss die Reparaturen durchführen.
Ich nehme mal einfach in der Hoffnung, weil Garrus ein bisschen tech-affin ist. Garrus. Garrus, Sie reparieren. Mach ich. Bereit, Kaidan? Nur Sie und ich. Nur her damit. Oh, ich will zum Geschütz. Ich habe den Unsichtbaren da schon gesehen. Ich arbeite so schnell ich kann. Ja, arbeite mal so schnell du kannst. Aber der hat drinnen hinten rausgelassen. Die Sau. Oh, zwei auf einmal. Nee, einer. Die können ja noch gar nicht getroffen werden. Oder ich treffe sie einfach gar nicht. Oh, Kaidan. Kann ich den wiederbeleben? So. Von wo werde ich denn beschossen? Von hier unten. Okay. Alles klar, wird gemacht. Warum macht das Garrus denn nicht gleich selbst? Energieversorgung wiederhergestellt. Schaltkreis neu gestartet. Geschütze einsatzbereit. Commander, Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Okay. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Es geht gut voran. In Shuttle 1 sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Wie ist unser Status? Sind wir bereit? Im Prinzip schon, aber mehr Zeit ist immer willkommen. Außerdem wollen wir nichts zurücklassen, das der Unbekannte bergen könnte. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sagen. Ich sag mal erstmal noch nicht. Ich gebe das Signal. Beginnen Sie mit der Evakuierung am Befehlsterminal. Gut. Okay. Ich gucke erst nochmal, ob hier noch irgendwas Neues jetzt rumliegt. Und dann gucken wir uns mal das Terminal an. So, da hinten ist jetzt zu. Unten wird wahrscheinlich auch zu sein. Das gleiche Datenpad, ja. Ja, hier ist auch zu. Okay. Ja, dann gehen wir mal ans Terminal. Oder können wir nochmal mit ihr quatschen? Die Evakuierung läuft. Ist sonst noch etwas? Nee. Okay. Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Ich würde aber sagen, dadurch, dass ich heute ein bisschen knapp mit der Zeit bin, dass ich jetzt die Folge schon beende und in der nächsten Folge werden wir dann die Evakuierung durchführen. Also jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann die Mission hoffentlich abschließen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.